Jetzt kommt ein ziemlich cooles Szenario. Gut gemacht, geschätzter Hochzeitsfotograf. Ich bin beeindruckt, dass du so lange durchhältst. Sao, lass Jinking frei und dieser Kampf kann enden. Nein, Jinking gehört mir und die Vereinigung unserer Blutlinien wird glorreich. Der Panda-König war seinerzeit überragend. Mit dem Namen Sao wird eine neue Generation von Königen unaufhaltsam sein. Aber sie will dich nicht heiraten. Sie ist eine Frau. Sie kann unten nicht von oben unterscheiden. Sobald ich ihren Vater von der Meditation überzeugt hatte, war sie reif. Ich habe schon vielen Schurken gegenübergestanden, aber du bist der Schlimmste. Oh, es kommt noch besser, Cooper. Bis jetzt habe ich mich zurückgehalten, aber nun bekommst du die uralten schwarzen Künste der Zhao-Familie zu spüren. Ach so? Naja, dann zeig mal. Warte mal. Wir wollen erstmal gucken, was wir hier gut gebrauchen könnten. Ich denke mal nicht, dass wir uns unsichtbar machen können und darum nehmen wir einfach mal hier die Rauchbombe. Vielleicht könnte das irgendwas bringen. Die Raketenstiefel habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt, aber ich denke mal, die werden wir jetzt weniger gebrauchen können und darum nehme ich jetzt einfach mal Kampfausweichmanöver. Lasst es uns angehen. Zack. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, was? Ziemlich cool. Aber ich muss auch sagen, er ist nicht leicht zu schlagen hier. Und aber trotzdem, ziemlich cooles Szenario. Schade, dass man das nur im Bosskampf hier erreichen kann. Ansonsten, ich hätte es cool gefunden, wenn man hier auch so mal durchspazieren könnte. Nimm das, Junge. Tada. Und, bringt das was hier? Er hat nicht schon geschlafen. Schwarze Magie der Zhao-Familie ist unaufhaltsam. Jetzt kommt ihr auch mit schwarzer Magie, ey. Du bist richtig hier Mao Zedong, ey. Okay. So schlage ich ihn. Ah, so schlägt er mich. Aber wie es aussieht, ihr seht schon, es bringt nicht besonders viel. Es zieht ziemlich wenig ab. Und das ist das ganze Problem hier an der Sache. Aber gut, so geht's auch, ne? Okay, ich probiere mal was anderes. Gleich, Moment. Oder ich lasse es einfach und probiere es so. Ah. Hände, da kommen Hände aus dem Boden. Sie wollten sich wohl mal die Radieschen von unten anschauen. In dem Fall hier Bambus. Und das ist nicht toll und so. Und ich bin tot. Ich habe aber die Hälfte geschlagen. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ich werde übrigens auch die Texte jetzt immer rausschneiden, weil die echt nervig sind. Gut, Junge. Also wenn ich dich so angucke, ja, das wird nichts mit deiner Karriere im Martial Arts Film. Du könntest eher, ja, so ein Maskottchen für Cornflakes-Packungen sein. Da würde ich dich ganz gut sehen. Und dann, wenn man dann die Packung aufgegessen hat, also nicht die Packung, sondern die Flakes, dann könnte man sich das Bild irgendwo hinhängen und dann mit Dartpfeile draufschießen. Ja, gratis extra dazu. Ja. Und wenn ihr eure Cornflakes schön brav aufesst, dann befindet sich da immer noch dann als Belohnung, ja, dann extra gratis Startpfeiler. Gut, neuer Versuch. Und jetzt wollen wir dir mal zeigen, was hier ein echter Sly Cooper
alles kann, ne? Natürlich gehört es auch dazu, etwas einzustecken. Denn ein Meisterdieb steckt nicht nur Geld ein, er steckt auch Schläge manchmal ein. Ja, das zeichnet einen Meisterdieb aus. Und mach hier nicht einen auf Gockel, Junge. Mach hier nicht einen auf Gockel. Zack. Jetzt friss mal ein bisschen, ja, Staub. Ich meine, wir sind ja nicht in der Wüste, darum ist der Witz jetzt nicht so toll, aber du weißt schon. Oh Mann, du bist aber auch schnell, Junge. Schnell bist du. Boah, Junge, du gehst mich so, auf den Kranz, ne? Mit deinem blöden Kammfresser. Am besten, man lässt ihn gar nicht allzu viel machen hier. Sondern haut gleich drauf, natürlich mit Überlegung. Hey, wieso habe ich die jetzt nicht getroffen? Das sah ziemlich komisch aus. Da schlörre ich dich durch den ganzen Urwald hier. Gut, ja, wenn die Hände halt aus dem Boden kommen, dann auf den schnellen Baum hüpfeln. Auf den schnellen Baum, ich meine. Ey, Zau, weißt du? Dieser Wald hier steht unter Naturschutz. Hatte das schon mal einer gesagt? Mach hier nicht alles kaputt. Weißt du eigentlich, wie lange es dauert, ey, die Bäume hier wachsen, der Bambus? 500 Jahre. Du machst ja alles kaputt hier, ne? Kann ja wohl nicht sein, Mann. Boah, er trifft mich. Er trifft mich einfach. So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Jetzt kommt er mit seinem Drachen wieder an hier. Nein, lass mal die Hände schön stecken. Lass die Hände bei dir, deine Griffel. Schon gar nicht solche nekrophilen Gedanken hier. Ne? Ah. Oh Mann, ey. Komm, noch ein Treffer. Und dann bist du erledigt. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Junge, langsam wird es aber gefährlicher. Da habe ich ihn geschlagen. Na, endlich! Jetzt kann ich mir auch mal in Ruhe den Wald hier betrachten. Na gut, ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Du hast aber egal. Diesen Kampf gewonnen, aber der Krieg geht weiter. Nimm deinen dummen Computer, er wird dir nicht helfen. Jing King gehört mir. Jing King ist eine Person, kein Gegenstand. Und auch wenn es dir nicht passt, werden wir das jetzt beenden. Nimm dich in Acht vor Zaos Macht. Wow, wow, du bist ein richtig guter Reimemann. Bekommst jetzt eine Trophäe und so, ne? Cool. Ja, Auftrag beendet, weiter geht's. Gut, dass wir den FeedNet-Computer zurückgehalten haben. Doch alle unsere darin gespeicherten Pläne sind jetzt gescheitert. Die Hochzeit findet statt. Befreien. Aber das reicht nicht. Wir werden diesem Kerl die Daumenschrauben ansetzen. Er hat es verdient. Also nehmen wir seinen Schatz ebenfalls mit, was ohne Murrays Van allerdings unmöglich ist. Leider hat die Zeit im Eis seine polyzellulare Batterie ruiniert. Ich muss mit Slys Hilfe eine neue finden. Das wird nicht leicht, da dem General die Sicherheitsleute ausgehen. Er hat sogar schon Schwarzmagie-Drachen und springende Vampire auf die Straße geschickt. Wir müssen vor der Hochzeit das Gleichgewicht wiederherstellen. Sei, du wirst zusammen mit dem Panda-König Feuerholz sammeln und die Vampirgruft sprengen. Keine Gruft, keine weiteren Vampire.
Feuerholz sammeln, Bentley, ist das dein Ernst? Naja, egal, hier haben wir auch was ziemlich Ungewöhnliches jetzt gerade gesehen, denn anders wie in den anderen Sly-Teilen, wo man halt nach jedem Bosskampf eine neue Welt betritt, geht's hier noch weiter in China, zumindest noch ein bisschen. Und ja, wir werden jetzt mit Sly weitermachen und dann kann ich auch gleich mal zeigen, Operation China Tag 2. Ne, hier die Schuhe und wir wählen natürlich hier für die Schattenkraft, denn die ist auch ziemlich praktisch, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wenn man unsichtbar ist. Auf jeden Fall hier die Raketenstiefel, hui, die sind ziemlich cool und sind auch sehr praktisch, wenn man im Let's Play irgendwie sich schnell fortbewegen möchte. Oder natürlich hier auch hier unsichtbar sich fortbewegen, ziemlich cool in einem Sly-Spiel. Und im ersten Teil war das erstmal... Hat es erstmal eine Weile gedauert, ehe man das konnte, ne? So, jetzt gucken wir mal. Vampirisches Abbiegen. Okay. Also ihr seht ja schon, die Schuhe sind sehr cool. Werde ich jetzt öfters nutzen. Und ihr seht ja schon, die schicken irgendwelche Drachen auf mich. Ach ja, sollte ich noch erwähnen. Oder ich möchte es erwähnen. Der Bosskampf hier mit Cao Zedong, der war dieses Szenario da in den Bambuswald. Das hat mich auch alles ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber an House of Flying Daggers. Ist ein ziemlich cooler Film und das erinnert mich halt daran. Gut, hier machen wir unser stummes Finish. Das sollte keiner hören. Und jetzt schleichen wir elegant hier an den vorbei und wir müssen da hoch. Okay. Dahin. Das ist eines von Zaos Lager mit Feuerwerkskörpern für die Zeremonie. Das sieht recht normal aus, aber ich brauche Hilfe beim Tragen der Sachen. Der Panda-König ist der Richtige für den Job. Er ist stark, kann gut mit Sprengstoff umgehen und wird mit mehreren Gegnern fertig. Sobald wir genug Feuerwerkskörper haben, kann er die ganze Vampirgruft in die Luft jagen. Hey Bentley, ich weiß, dass du an den Kerl glaubst, aber ich traue ihm noch nicht. Du hast keine andere Wahl. Er ist der einzige Mann für den Job. Ich hole ihn und schicke ihn zu dir. Ja, das ist unser Dick Bro, ne? Der Panda-König, ziemlich cool mit seinen Feuerwerkskörpern. Hör mal, Panda-König, wir brauchen dich für eine Feldmission. Sly versucht, in ein Lager für Feuerwerkskörper einzubrechen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Gut. Ich bin sofort da. Du kannst gehen. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, dass ich den Kopf für dich hinhalte. Wir verlassen uns auf dich. Ich werde an deinen Kopf denken. Ja, das ist schön, dass du an deinen Kopf denken wirst. Dann denkt der Kopf an deinen Kopf. Cool. Hallo, alter Freund. Ich werde jetzt mit Sly Cooper zusammenarbeiten und ich kann dich nicht die ganze Zeit mitschleppen. Du Narr! Dies ist deine Chance, dich zu rächen. Er hat uns gedemütigt und ruiniert, uns geschwächt. Die Demütigung war ein Scheideweg. Ich wählte den Pfad der Demut. Demut, die dich deine Tochter gekostet hat. Zerstöre Cooper jetzt! Mein Verstand ist zerrüttet. Ich kann erst wieder handeln, wenn ich mit in Einklang bin. Cooper ist im Zentrum. Ich muss... Sly muss leben, um bei der Rettung von Jing King zu helfen. Damit du leben kannst, um uns Demut zu lernen. Cooper ist ein Lehrer der Demut. Wir haben seine Eltern ermordet und doch schafft er es, uns zu trauen. Wenn wir ihn studieren, werden wir vollständig. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit meiner schwachen Seite zu vereinen. Du bist ein Fehlschlag. Ich bin die Stärke, die einst der große Panda-König war. Du bist stark und ich bin demütig. Aber nur durch Zusammenarbeit werden wir zu dem Vater, den Jing King braucht. Das Yin und das Yang wäre Stärke, alles was zählt. Dann wäre Cao der perfekte Schwiegersohn. Na gut. Cooper soll leben. Hey, cool, ich habe auf Anhieb die richtige Antwort gefunden. Cool. Ja, jetzt macht hier noch einen auf Schizophrenie, ne?